Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Mod Echo oder Echos Fassaden oder Echo Facades, glaube ich, auf Englisch. In dieser Mod geht es nicht um ganze Bauwerke, sondern diese Mod hat uns Fassaden gebracht, die ihr einfach aufstellen könnt. Ihr seht, das sind einfach nur Fassaden. Ihr baut dahinter irgendwie wie jetzt hier Fundamente, baut euer Haus und baut dann von außen einfach nur die Fassaden dran. Klar kann man hier zum Beispiel, die geht um die Ecke, also das ist ja nur dreieckige. Natürlich könnte man die auch zusammenbauen und macht daraus ein Haus oder man baut mehrere von den Fassaden, weil es sind drei verschiedene Baustile. Wir haben hier einmal Western, dann haben wir hier noch so ein bisschen, ja, mittelaltermäßiges und dann so ein bisschen moderner. Und diese gibt es immer in fünf verschiedenen Typen. Die zeige ich euch ganz kurz, dann zeige ich euch auch, wie man die bauen kann. Es gibt auch eine Treppe zum Beispiel und es gibt auch Türen für die, es gibt auch Türen. Also im Grunde genommen setzt ihr einfach eure Base oder euer Haus, setzt ihr einfach hier mit Fundamenten und dann baut ihr die einfach dran, snappen dran. So, die snappen dann dran. Und dann, ihr seht, die sind immer mit Treppen verbunden, die sind relativ lang, ihr seht, die sind immer etwas länger. Falls das halt im Boden ist, dann verschwinden die halt im Boden so, dass ihr immer, auch wenn der Boden etwas uneben ist, so wie hier, trotzdem überall eine Treppe ab. Finde ich sehr praktisch, dass die ein bisschen länger gezogen sind. Hier seht ihr, die sind relativ lang gezogen, die Treppen. Ist ganz gut, weil das passt sich im Untergrund ein bisschen an. Und dann haben wir fangen mal mit den Western-Fassaden. Da haben wir hier so eine Fassade, die um die Ecke geht. Wir haben automatisch mit Beleuchtung, das kommt auch dazu, die Lampen. Also alles, was ihr seht, ist alles ein einzige Wand. Ja, hier mit Fenstern, allem drumherum, der Tür. Man kann dann hier reingehen, auch von drin. Ihr seht auch hier zu den Balkons zum Beispiel, die halt dann auch noch die Mod hat. Oder halt der Außenbereich, sind auch hier Wege hingesetzt, dass man auch eine Treppe dran bauen könnte. Man kann aber auch, wie gesagt, selber noch ein Stockwerk hier reinziehen. Wie man darauf Bock hat, ist auf jeden Fall möglich, sich damit seine Base zu bauen. Wie gesagt, ihr habt einfach die Möglichkeit zu sagen, wir bauen hier einfach nur eine Außenwand, so wie jetzt hier. Das hier ist einfach eine reine Außenwand. Das hat nie so drei Wände breit, müsste das, glaube ich, sein, wenn man das mal so aufs Fundament rechnet. Ja, so drei Fundamente breite Fassade, hier oben auch wieder mit einem Balkon und ihr habt dann im Prinzip das Ganze so aufgebaut. Dann gibt es hier eine, die bis jetzt vier sein, genau, das ist eine vierer Fassade und wir haben dann hier nochmal auch welche mit so einer, ja, ich sag mal so einer Ausbuchtung hier vorne im Fenster. Ihr seht, das Fenster geht hier so ein bisschen raus, also wenn man von drinnen guckt, ist es dann so ein bisschen da raus, so mit einer Ausbuchtung, geht nach oben weg und wir haben dann nochmal eine mit einem Balkon auf jeden Fall dran. Und hier seht ihr, ich habe bald mal eine Tür reingesetzt, also die Türen snappen dann ganz normal hier rein, die ihr auch einfach aufmachen könnten, seid dann bei euch in der Base. Auch hier mit ein bisschen Treppe, weil das Fundament sieht jetzt leicht ein bisschen tiefer. Aber auch das passt ja sich ganz gut an, auch wie in den Fenster, man kann auch schön rausgucken. Ich finde es geil, weiß nicht, so kann man sich relativ einfach seine Base verschönern. Hier haben wir das Ganze mal mit ein bisschen mittelalterlich. Das hier ist erstes die Dreiecks, ihr seht, das ist schon so ein Dreieck. Geht um die Ecke halt rum. Und auch hier das Ganze relativ ähnlich gehalten, nur im Mittelalterstil. Auch hier kann ich schon langlaufen, man hat hier auf jeden Fall die ganzen Wege. Das sieht von außen so aus. Und von innen, wenn man hier die Tür reinsetzt, ich sag, hier können wir rein. Und dann haben wir auch hier oben eine komplette Ebene drin, wo dann diese kleinen Fensteraussparungen, die man hier so hat, auch dann immer begehbar sind. Das heißt, auch das könntet ihr relativ gut nutzen. Zieht hier einen schönen Boden rein. Und baut damit euer Haus. Auch hier haben wir bei der Mod insgesamt fünf Fassaden. Vier sind wieder nur von vorne. Wie gesagt, die eine geht halt um die Ecke noch rum. Wir haben halt hier wieder eine. Das ist die kleinere Dreier-Fassade, die auch hier oben dann einen kleinen Raum noch drin hat. Also hier ist dann wieder diese Fensteraussparung, ist mit so einem Raum gelöst. Hier haben wir das auch bei den nächsten, dass da immer oben so kleine Räume drin sind. Ihr seht, manchmal sind die Räume offen, manchmal sind es einfach nur so eine Tür, wo ihr Tür reinsetzt und habt einen kompletten Raum. Und von außen sehen die dann, wie gesagt, so aus. Also, ich muss sagen, man kann damit sehr geile Sachen bauen, die in Ark halt mit gewissen Mods wahrscheinlich auch möglich wären, so zu basteln. Muss aber ehrlich gestehen, finde, ja, das ist eigentlich ganz geil. So für ein Dorf oder so, fühle ich ein bisschen. Das Ganze aber auch noch ein bisschen modern. Da sehen wir das alles hier ein bisschen mit so Backstein und eher Sandsteinen Elementen gebaut. Auch hier von innen. Hier oben mit Balkon wieder, das Ganze hier auch in weiß gehalten, mit ein paar Gitterstäben vor den Fenstern, also auch das Ganze ein bisschen,
moderner. Natürlich nicht ganz modern, aber moderner. Auch hier haben wir eine Vierer, wir haben hier eine Dreier, auch wieder mit einer Aussparung, also mit diesem Fenster nach vorne gehend. Es sind im Großen und eigentlich alles die gleichen Grundkonzepte, halt nur in anderen Optiken. Auch hier das Ganze in der Dreier-Variante, hier oben mit Fenster und kleinem Balkon. Und hier haben wir halt die Variante, die hier auch wieder ums Eck geht. Also auch hier, man kann da ganz einfach rein. Hier oben hat man dann so eine halbe Ebene mit drin. Also hier ist es so ein bisschen mit, ja, so halber Raum. Das kann man, wie gesagt, eigentlich sehr, sehr gut nutzen. Man baut die Sachen, falls jemand das wissen möchte, in so einem Fass. Also wenn ihr hier hinguckt, habt ihr direkt am ersten Level das Echos Fassaden Crafting Table, was eigentlich kein Table ist, sondern das ist einfach nur ein Fass. Also das hier. Und dann seht ihr, man kann hier diese ganzen Sachen craften. Hier gibt es auch Treppen, die ihr reinbauen könnt. Wie gesagt, wir haben die Türen, die ihr reinbauen könnt. Und immer fünf Typen von einer Sache hier. Western, 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 Western. Hier haben wir dann Medieval. Und hier haben wir Victorian vom Style her. Ihr seht von den Kosten, die kosten alle so die Sachen zwischen Holz, Stein und Stroh. Auch hier teilweise Fasern. Also im Endeffekt braucht ihr nur Stein, Stroh, Holz und Fasern und das gar nicht in großen Mengen. Also das seht ihr, das teilweise kostet eine Fassade kostet hier 450 Holz, also super, super wenig. Und ihr könnt das Ganze euch einfach in die Base stellen und sieht, finde ich schon sehr geil aus. Also gerade wenn jemand sagt, na, ich kann sowas nicht, will aber gerne meine Base so haben. Ist es eine Mod, wo ich sagen muss, hey, warum nicht? Ihr seht, da hat man normalerweise, ups, jetzt bin ich runtergefallen, scheiße. So, ihr seht, normalerweise hat man hier eine offene Tür. Da kann man auch hingehen und nimmt dann einfach die Tür, die man hat, wenn ich jetzt eine gecraftet hätte. Ich muss kurz eine Tür craften. Gib mir eine Tür. Dann seht ihr, man kann die auch ganz normal einfach reinsetzen. So, nehmen wir jetzt hier einmal die Tür, stellen die kurz her, zack. Dann habt ihr auch hier ganz normale Tür und dann könnt ihr hingehen und sagt, er snappt auch automatisch ein und habt ihr hier eine Tür drin, zack. Werden eure Base, ja. Ob ihr das nur von außen so baut, ob ihr sagt, hey, wir bauen ein richtig großes Haus und man setzt die alle irgendwie aneinander, muss mal gucken, wie es vom Dach dann ist, weil ihr müsst ja auch überlegen, dass ihr euch dann irgendwie noch ein cooles Dach dazu bastelt, weil wenn ihr das zum Beispiel so baut, wie ihr es jetzt hier gebaut habt, habt ihr erstens diese beiden Ecken hier offen. Ob man das mag, ist eine andere Sache. Plus, ihr habt halt kein Dach drauf, ja, weil es sind ja Fassaden. Also, man kann auch sagen, man baut vielleicht ein Haus von drei Seiten und man lässt nach hinten irgendwie offen oder ihr baut ein schönes Dach drauf und lässt, wisst ihr, das müsst ihr halt ein bisschen gucken, wie ihr das integriert, weil es ja keine fertigen Häuser sind, sondern wie gesagt, es sind ja einfach nur eine Fassade, die ihr dran klatscht. Ihr könnt auch im Prinzip ein Haus vorbauen, auch vielleicht sogar da, wo hier die Öffnungen sind und klatscht einfach das nur dran, ja, und da, wo halt Fenster sind, hebt ihr die Wände auf, so, das kann man auch machen, ja. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt hier mal eine Wand hochziehen, dass man das mal so sehen kann vom Vergleich. Ich nehme jetzt mal auch mal ganz auffallend, nehmen wir eine Metallwand, die fällt auch hier bei dem Extrem auf. So, ihr seht, wenn wir die jetzt nämlich hier hinsetzen würden, dann würde erstens hier oben nicht gehen, wegen Kollision wahrscheinlich, oder? Und ihr seht, hier würde man sich die Fenster zubauen, was auch übertrieben kacke aussieht. Also, eine Wand einfach mal so drin hochziehen, ein bisschen schwerer. Natürlich könnte man eventuell sagen, man macht das hier mit Glaswänden, ja, müsst ihr überlegen, wie ihr es macht. Wie gesagt, da müsst ihr gucken, wie ihr es am besten dran baut. Oder ob ihr einfach nur drei Seiten Fassade macht und baut die hintere Seite einfach hoch. Also dass ihr zum Beispiel sagt, okay, oder eine Seite zum Beispiel macht ihr dann hier nach oben und baut dann einfach da. Weil ihr seht, von den Höhen her ist das normal, auch zu den normalen Arc-Strukturen, wenn wir jetzt nämlich nochmal hier einfach mal, ich nehme irgendwelche Ressourcen, ist jetzt kurz egal. So, ihr seht auch hier, wenn wir nämlich eine Ebene reinziehen, die Gänge sind alle so gebaut, dass ihr von der normalen Arc-Struktur direkt hinkommt. Genau wie ihr jetzt hier oben dran einfach ein Dach bauen könntet, ein Flachdach zum Beispiel, würde sich ja bei diesem hier oben anbieten. Ihr seht, das ist genau die Höhe, dass das hier schön reinpasst. Also, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr das am besten in eure Base integriert. Aber ihr seht, zack, man könnte das einfach in das Dach integrieren. Klar, würde jetzt Tech und Metall nicht passen, das ist einfach nur für die Optik jetzt, Leute. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, also ihr könnt die normalen Arc-Strukturen da auf jeden Fall gut mit integrieren. So, und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich verlinke euch natürlich auch die Mod in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne mal an. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sie vielleicht bereits nutzt oder Erfahrung mit der Mod gemacht habt. Positives wie auch Negatives natürlich. Und das würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis denn und ciao.